Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sprechstunde des Deutschen Roten Kreuzes, der Medizinakademie. Das Thema des heutigen Abends ist die Erkrankung der Leber, Leberleiden. Und es ist uns gelungen, einen Experten zu diesem Gebiet einladen zu können, Herrn Professor Gossner, Direktor der Medizinischen Klinik im Städtischen Klinikum Karlsruhe, Spezialist für Hepatologie und Gastroenterologie, Endokrinologie. Herr Professor Gossner, welche wichtigen Aufgaben übernimmt die Leber in unserem Organismus? Wenn man das für Laien zusammenfassen möchte, sage ich einfach immer, das ist die Fabrik des Körpers. Hier werden viele Dinge hergestellt, sowohl auf zellulärer Ebene, aber auch im Nährstoffbereich. Denken Sie an bestimmte Zuckermoleküle, denken Sie an bestimmte Enzyme. Das ist das, was unsere Leber macht und deswegen ist sie so wertvoll und wichtig und darf nicht erkranken. Welche Faktoren sind ausschlaggebend für Erkrankungen? Was kann passieren? Was kann dort gestört werden? Wodurch? Also, da gibt es natürlich viele Erkrankungen der Leber. Das häufigste, was wir in unserer Gesellschaft sehen, ist die sogenannte Fettleber. Diese entsteht zum Beispiel durch Diabetes, die kann durch Alkohol entstehen, ja, durch bestimmte Begleiterkrankungen. Das ist unser häufigstes Problem heutzutage. Dann haben wir andere Erkrankungen der Leber, die durch Infektionen entstehen, zum Beispiel die Hepatitis. Dann gibt es seltenere Erkrankungen durch körpereigene Erkrankungen der Leber, sogenannte autoimmune Prozesse. Da wird es dann aber schon wesentlich seltener. Und wir haben natürlich auch toxische Einflüsse, zum Beispiel Medikamente, aber natürlich auch, wie immer in der Diskussion, der Alkohol. Wie machen sich Leberleiden klinisch bemerkbar? Was merkt der Patient? Ab wann kann er davon ausgehen, dass irgendetwas an der Leber nicht stimmt? Die Frühsymptome sind in der Regel unspezifisch. Das heißt, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Leistungsfähigkeitsverlust, das sind so erste Ankündigungen, vielleicht auch Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Das sehen Sie, das ist unspezifisch. Ja? Spätsymptome wie Wasser im Bauch, Bauchumfangszunahme, Denkstörung komplett im Sinne einer Konzentrationsschwäche, diese Dinge sind dann Spätfolgen oder auch eine Blutung aus Krampfadern. Ja, und Frühsymptome sind unspezifisch. Kann ich denn eine normale Leberfunktion überprüfen, wenn die Symptome so unspezifisch sind? Ja, es gibt natürlich entsprechende Labore. Da bietet sich der Hausarzt als Lotse an zunächst erstmal. Man sollte immer im Rahmen der Vorsorge bestimmte Leberwerte machen. Dazu zählen zum Beispiel die sogenannten Transaminasen wie GOT und GPT. Dazu zählen Werte wie das Bilirubin, die alkalische Phosphatase, die Gamma-GT, um es mal mit einigen Leberwerten zu beschreiben. Da gibt es noch einige andere, die sind dann aber spezieller, zum Beispiel Antikörper etc. Aber was kann man denn tun, das wird unsere Zuschauer interessieren, was kann man als Patient machen, als Mensch machen, damit die Leber gesund bleibt? Ja, das sind wir natürlich als erstes beim Lifestyle. Wir haben ja eingangs gehört, dass natürlich der Diabetes eine Rolle spielt, auch das Übergewicht, die Adipositas. Hier haben wir ja als Betroffener, als Kapitän auf der Brücke die Möglichkeit, das selbst zu steuern. Also gesunde Lebensführung, jeden Tag Bewegung, das wissen Sie als Kardiologe fast besser als Hepatologe, haben wir da viele Möglichkeiten, das zu tun. Und die gesunde Ernährung, abwechslungsreich, pflanzlich, Ballaststoffe, die trägt ein entsprechendes Vielfaches dazu bei. Und wir wissen ja, dass die Fettleber eben auch durch ein verändertes Mikrobiom zustande kommt. Und dieses müssen wir eben auch versuchen, positiv durch unsere Ernährung zu beeinflussen. Es kommt immer die Frage des Alkohols. Bei jeder Lebergeschichte kommt Alkohol ins Spiel. Ab wann ist Alkohol komplett verboten? Immer dann, wenn wir sehen, dass die Leber substanziell erkrankt ist. Das heißt, wenn wir eine Schädigung haben, die entsprechend im Labor erkennbar ist, sagen wir erhöhte Transaminasen, die deutlich erhöht sind. Wenn wir Zeichen im Ultraschall eines Umbaus haben Richtung Zirrhose, dann müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber auch dann, wenn wir eine spezielle Lebererkrankung diagnostiziert haben, denken Sie an eine Hepatitis. Wenn man eine Hepatitis C-Infektion zum Beispiel hat, wenn man dann zusätzlich Alkohol trinkt, gefährdet man die Leber. Und man beschleunigt den Umbau zu einer Zirrhose. Ja, die Hepatitis werden wir noch in einer speziellen Sendung mit Ihnen besprechen. Darf ich noch fragen, ab wie viel Alkohol schädigt man die Leber? Also
Im Prinzip sind die Frauen ein bisschen benachteiligt, einfach aus der Entwicklungsgeschichte heraus. Frauen vertragen weniger Alkohol als Männer. Ich würde mal sagen, was ganz schlecht ist, ist jeden Tag regelmäßig Alkohol, auch in kleinen Mengen. Man sollte, wenn dann, der Leber immer wieder Pausen geben, weil Alkohol ist ein Zellgift. Und wenn man es mal populär formulieren will, mehr als 2 Bierchen sollten es nicht sein, schon gar nicht regelmäßig. Ja, Herr Professor Rössner, vielen Dank für diese Ausführungen. Meine sehr geehrten Herren, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Dort wird das Ganze wiederholt. Bleiben Sie gesund, alles Gute, bis bald.